Christian Wörns war durchaus kritisch in den Interviews zuletzt. Nur ein Sieg aus den letzten 5 Spielen für die Fuggerstädter. Aber auch solche Einschätzungen machen einen guten Trainer aus. Augsburg von rechts nach links und solche Pässe, für die wurde die Packing Weight erfunden. Marco Richter, der ist schneller als die Bayreuther Defensive, der schaut, der dribbelt, der schaut nochmal und findet Mustafa Dumann. Aber auch richtig stark rausgefischt von Christian Berchtold. Augsburg gab weiter Vollgas, die zeigten, wie viel Talent in dieser Truppe steckt. Okorochi auf Ramsa, Querbalken. Das 1:0 lag nun deutlich in der Luft. Und sofort weiter im Text, der wieselflinke Dumann. Dumann, Dumann, in der Mitte verpasst Bastian Kurz um eine Schuhlänge. Die Zuschauer wunderten sich, wie kann es hier eigentlich noch 0:0 stehen. Aber das sollte sich gleich ändern. Ecke Bayreuth, Özdemir, niemand fälscht noch ab und Ulbricht steht goldrichtig, 1:0 Bayreuth. Machst du sie vorne nicht, kriegst du sie eben hinten rein. Und 5 Minuten später sollte es noch dicker kommen. Es ist die gleiche Situation, wieder Standard, wieder Torschuss, wieder abgefälscht, wieder drin. Bastian Horter gnadenlos. Augsburg versteht die Welt nicht mehr. Bayreuth war einfach abgezockter. Wir sind in Hälfte 2. Die Luft war schon raus. Augsburg versuchte nochmal irgendwie ranzukommen. Aber hatte auf diesen Doppelschock aus Halbzeit 1 keine wirkliche Antwort parat. Bayreuth entführt den Dreier aus Augsburg und rückt bis auf 2 Punkte auf ratlose Augsburger ran.